Ja, ganz genau. Du hast es richtig angesprochen. Nicht nur im Parlament geht es heute heiß her, sondern auch auf Wiens Straßen. Und zwar gibt es hier einen Verkehrsstau, der bedingt ist durch einen Sitzstreik. Und zwar von Extinction Rebellion. Das ist eine Organisation, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Und wie man hier sehen kann, sie saßen hier vorhin auf der Straße. Doch die Polizei hat eingegriffen und die Demonstration aufgelöst bereits. Die Demonstration, die war nicht angemeldet. Dementsprechend wurden die Demonstrantinnen und Demonstranten dazu gebeten, bitte aufzustehen und den Stau eben dementsprechend aufzulösen. Ja, kannst du uns sagen, von wo bis wo dieser Stau gereicht hat? Das ist ja ein sehr neuralgischer Verkehrsknotenpunkt hier, genau an der Kreuzung, an der du dich befindest. Genau, sowohl die linke als auch die rechte Wienzeile war für mehrere Minuten jetzt lahmgelegt, eben begründet durch diesen Sitzstreik von den Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Der Stau, der beruhigt sich jetzt nun langsam und der Verkehr kann hier wieder vonstatten gehen. Also es hat sich tatsächlich um einen Sitzstreik gehandelt und die Polizisten haben die Demonstranten wegtragen müssen oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, weggetragen wurde hier niemand. Die wurden eben hier, wie man hier sehen kann, die stehen hier immer noch und haben ihre Plakate in der Hand. Die Polizei ist hier auch fleißig am Kontrollieren. Wie gesagt, die Demonstration war nicht angemeldet, weggetragen wurde keiner. Sie wurden nur eben verbal darum gebeten, bitte schön aufzustehen und den Stau eben aufzulösen. Ja, da haben wir schon ganz anderes erlebt bei solchen Demonstrationen von Klimaaktivisten. Da wurde am Wiener Karlsplatz oder auch an Straßen, die um den Karlsplatz führen, tatsächlich die ganze Straße blockiert. Zum Teil haben sich Menschen hier angekettet oder auch an der Straße angekettet. Die mussten dann tatsächlich hier abgesägt und weggetragen werden. Deswegen wäre das jetzt nicht überraschend gewesen. Annabelle, das bedeutet, für den Wiener Verkehr gibt es jetzt dann keine Probleme mehr. Ist die Sache damit erledigt? Soweit, wie es aussieht, für den Moment ja. An sich ist der Stau jetzt wieder, wenn du da bitte kurz hinschwenken könntest. Die Autos, die fahren wieder problemlos durch und der Stau wurde eben, wie gesagt, von der Polizei aufgelöst. Ein so schwerwiegender Streik oder Demonstration, wie wir es vom Wochenende noch kennen, war es dieses Mal nicht, zum Glück. Und der Verkehr, der ist jetzt wieder im Normalbetrieb.